miteinander. Heute erwartet euch eine Abkühlung der ganz besonderen Art. Denn heute erfahrt ihr zum ersten Mal, was im Internet über euch gesagt und geschrieben wird. Franzi Sunshine 00 schreibt: ... würde auf jeden Fall besser zu ... passen. Er ist reifer und nicht so aggro. Pietro Lombardi schreibt: ich meine das wirklich ernst. Ich möchte dich kennenlernen. Jana Ina, bitte mach mal was klar. Das ist richtig. Oh, Pietro, mach keinen Scheiß, ich sag's dir, gell? Also, mit so einem Kommentar hätte ich nie gerechnet. Das schmeichelt mir sehr. Aber leider, Pietro, sie ist besetzt momentan. Glaub, du hast schlechte Chancen, mein Freund. Wenn ... die Diana so vermisst, dann soll er doch raus. Er hat eine schöne Frau neben sich und meckert immer noch. Du warst auch da mit Dennis in der Zeit, oder? War das in der Zeit oder war das danach? Das war meine Frage. Danach? Die war doch dann weg? Die war doch nur 2, 3 Tage da. Aber es hieß, dass es in der Zeit war mit uns. Ja. Die war doch schon weg. Ich habe nichts zu verbergen. Ist sie immer noch interessant? Nein, jetzt nicht mehr. Sie ist nicht mehr da. Sie war interessant, als sie hier war. Und ich vermisse sie auch als Mensch. Deswegen vielleicht kam das so rüber. Klar kann ich sie verstehen, dass sie enttäuscht ist, aber sie soll das einfach nicht so ernst nehmen. Und ja, Diana ist nach ein paar Tagen verschwunden, deswegen ist das Vergangenheit und Melissa ist aktuell. Aber ich bin doch kein Trostpreis. Was für Trostpreis? Ja, ist so. Sie hat doch nicht mit Trostpreis zu tun. Ja doch, weil Warum? Sie ja nicht mehr da ist. Was wäre denn, wenn sie noch da wäre? Keine Ahnung, was dann wäre. Dann lass es doch.